Okay, wie? Dann husch, husch. Ich übernehme jetzt. Husch, husch. Oh, interessant. Bushido 10. Fade to Black. Muss heute ein Klassiker sein. Viel Spaß, ihr Verrückten. Ja. Das ist die deutsche Stimme von Raymond Reddington aus Blacklist. Meinst du hier von Keanu oder von mir? Das hier sind die besten Plätze. Komm mal. Ja, das ist Benjamin Fürth, heißt der Sprecher. Der ist echt geil. Das stimmt. Das ist ja diese Standard-Synchronstimme von Keanu Reeves. Im Deutschen. Das also. Rock, ich brauch diese Welt nicht mehr. Aber ich brauch dich. Johnny, ich hab mich in dir getauscht. Und es ist ein Ja. Hattest du dir den Abend so vorgestellt? Ich wusste immer, die Dinge müssen sich ändern. Alter. Wir endlich ins Kino. Ich dachte nur nicht, sie müssten sich so sehen. Es ist übrigens nicht nur bei euch so laut hier. Erst 2015, ja. Alles ist neu. Und ich weiß noch nicht, was für ein Abschluss ist. Aber ich mag die 2077 Rogue. Eine viel schlechtere Version. Okay. Es ist 2015. Wenn du nochmal anfangen könntest, was würdest du anders machen? Boah. Gute Frage. Sorry, falls man mich übrigens gar nicht so gut versteht, aber das Kino ist sehr laut. Ich habe viel nachgedacht, wenn du willst. Was wäre, wenn? So. Sicher, dass es nicht wegen Grace oder Smasher ist. Bitte? Was hat denn Smasher mit irgendwas zu tun? Ich habe das Gefühl, dich beschäftigt noch was. Tut es auch. Ich bin wütend, enttäuscht. Aber ich will jetzt nicht darüber nachdenken. Hm. Was zählt ist, ich bin zurück. Bei dir. Ich finde das besser als jedes Was wäre, wenn. Aber wir haben nur diese Nacht. Hm? Ich hab dir nicht viel zu bieten. Aber mehr als vorher. Ich weiß jetzt, ich hab's damals versaut. Bei dir hätte ich einfach ich selbst sein können. Nur du. Keine Show. Keine Posen. Johnny. Ich kann nicht. Ich weiß, was du vorhast, aber ich... Ich bin nicht mehr dieselbe. Ich hab was Falsches gesagt. Du kommst nur zu spät. Deine ist vor mir. Und ich will nicht mehr so kommen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß. Und das ist auch besser so. Lass uns einfach den Film gucken. Sie sieht etwas älter aus, ja. Ich weiß gar nicht, wie alt sie jetzt insgesamt ist, aber ich denke mal, über 90 wäre sie eigentlich. Einfach gehen? Ist besser so. Mach's gut, Johnny. What? Nein! Och Mensch! Och Mann, das hätte ich mir jetzt eigentlich anders gewünscht. Fuck. Ja, wie gesagt, sorry, das war leider vom Kinoprogramm hier etwas sehr laut, hat sie manchmal ein bisschen verschluckt hier, aber... Tja, dürfte es nicht reinhalten.
Du Lustmulch, du Alter. Der Johnny da. Rogue ist weg. Ja. Worüber habt ihr gestritten? Ah, keine Ahnung. Ich wollte nur einen schönen Abend im Kino. Jetzt ist sie sauer und sagt mir nicht warum. Was vermutest du? Weißt du noch, Grayson? Wie komisch das alles war? Komisch würde ich das nicht nennen. Er wollte sie provozieren. Vielleicht lag's daran? Muss nachdenken. Bring mich erstmal nach North Oak. Gibt's dort etwas, das dir mit Rogue hilft? Nein, Carrie. Ich sag's dir, wenn wir da sind. Das war wie ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Bibimbap 45. Schönen guten Abend. Hi. Ich glaube, du bist neu, ne? Freu mich, dass du da bist. Willkommen, willkommen. Wie schnell ich an, denn ich habe einen. I.O. Okay, der sieht tatsächlich sehr geil aus. Ein Hammerangebot für dich. Rayfield. Okay, das ist eine Schlinge. Den ganzen Besitz vertickt und sie aus dem Staub gemacht. Nicht eine Seltenheit, aber eines Zeichens wäre hier was Besonderes. Da hätte ich schon Bock drauf. Aber das ist einfach noch ein bisschen zu teuer für uns. Zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, wir haben, was haben wir jetzt? 122.000? Ja. Wir haben es jetzt zumindest als Mission. Tja. Trifft Johnny am North Oak Schild. Da sind wir gerade in der Nähe. Machen wir das einfach mal direkt. Spacken gerade zwar ein bisschen wieder ab, aber... Scheiße, ey. Bringt das irgendwas, wenn ich... Glaub nicht, ne? Scheiße. Achso, warte mal. Müsste hier nicht der Porsche noch stehen? Nö. Mein Porsche ist weg. Hast du einen Virus? Ja, wir haben im Prinzip, das ist so das Grundproblem, was wir als der Charakter haben. Wir haben einen Chip im Kopf, den wir klauen sollten. Und damit wir den halt sicher von dort stehlen konnten, wo wir ihn gestohlen haben, mussten wir ihn, quasi uns in den Kopf stecken. Wodurch wir auch im Prinzip Johnny so als Konstrukt in uns haben. Johnny existiert ja nicht mehr wirklich, der ist ja eigentlich schon lange tot, ist ja ein Rockstar gewesen, aber sein Konstrukt, sein Anagramm, Engramm heißt es hier, sein Engramm, also seine Persönlichkeitsstruktur ist halt auf diesem Chip drauf und deswegen hat er uns mit uns auch immer so ein paar Zwiegespräche und ist wie so eine Art Vision, die wir haben. Das vielleicht ganz kurz nochmal erklärt, so als Recap. Ursprünglich hatte ein Kumpel von uns diesen Chip im Kopf, als wir diese Stehlmission da hatten bei Arasaka. Das ist dieser große Konzern und der große Widersacher im Prinzip, den es hier in diesem Spiel für uns gibt. Aber der ist daran leider gestorben und wir konnten uns halt noch retten und den Chip sozusagen auch, indem wir ja keine andere Wahl hatten, als ihn uns irgendwie halt dann einzuverleiben. Und jetzt ist halt unser Ziel, dass wir den irgendwie wieder loswerden. Wobei ich persönlich ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich mag Johnny halt auch, deswegen... Ein Sprecher von Arasaka hat im Namen des Unternehmens dem Markt der Fälschungen den Kampf angesagt. Übrigens, die Synchronstimme könntest du auch kennen, oder könntet ihr auch kennen, falls ihr nicht ohnehin wisst, wer es ist. Gefolgt von Indie-Rock-Band Arasaka. Ehrlich gesagt, könnte diese Ankündigung genau die Werbekampagne sein, auf die die Bootlegger gewartet haben. Das ist nämlich der gute Till Hagen. Seines Zeichens die deutsche Synchronstimme von Kevin Spacey. Also hier sind richtig, richtig geile deutsche Synchronsprecher vertreten. Wie gesagt, Benjamin Völz von Keanu Reeves ja auch. Wie wird von Björn Schaller gesprochen? Auch eine sehr, sehr gute Synchronstimme. Klingt sehr warm und
echt gut passend. Ich habe da auch ein kleines Video übrigens zu gemacht auf meinem YouTube-Kanal Vlog Dave über die deutschen Synchronsprecher. Falls ihr da interessiert seid, wer da sonst so alles mitgewirkt hat. Ist noch am Anfang, oder? Nee, nicht mehr. Also wir sind hier gerade, das hier ist jetzt, wir sind in den 180er Folgen aktuell. Also ich habe schon über 180 Folgen aufgenommen. Das ist nicht mehr der Anfang tatsächlich. Welcome! Ah, vielen Dank für dein Follow, Bibimbap. Vielen lieben Dank. Und guten Abend, Tobi. Was geht? Wechsel mal hier zu dieser Sicht. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder ein bisschen hier mit dem Rumgespacke. Du hast gestern angefangen. Ah, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Das ist ein echt cooles Spiel. Wie gesagt, ich habe da im Laufe des Let's Plays, also das, was ich hier gerade auf Twitch mache, landet hinterher auch auf meinem YouTube-Kanal, youtube.com/DaveDurrenTV. Selber Name wie hier auf Twitch. Nur, dass du auch Bescheid weißt, falls du irgendwie was nachholen möchtest oder auch andere Projekte von mir gucken möchtest oder auch künftige Let's Play-Projekte, die ich hier live auf Twitch aufnehme, die landen alle auch hinterher da. Das heißt, da kann man sehr, sehr gut auch Sachen aufholen oder so, falls du Interesse daran haben solltest. Kann ich dir nur empfehlen. Ich lass dich kurz allein. Sehr gut, danke. Weil ich gerade eh noch am Erzählen bin. Vielen lieben Dank für den Link, Tobi. Das ist sehr nett von dir. Mir geht's auch supi, kann echt nicht klagen. Und wie gesagt, ich habe im Laufe des Let's Plays ja schon mal darauf hingewiesen, oder ich meine, alle, die sich so ein bisschen mit diesem Spiel beschäftigt haben, wissen das ja. Da sind einige Sachen auch nicht so ganz rund gelaufen, was das Marketing angeht oder die Veröffentlichungsstrategie und sowas, ne, von CD Projekt Red. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel an sich, wie es ist, ich spiele ja die PC-Version, das könnte ich eigentlich auch noch in den Titel mit reinschreiben, fällt mir gerade ein, müsste ich auch nochmal wieder updaten, macht halt echt Bock, wenn man auf so Open-World-RPG-Shooter-Sachen steht, mit echt viel Charme, weil diese ganze Stadt, Night City, die hat halt echt so viel zu bieten. Ist halt echt cool, also ich mag's total. Er ist gut. Hi. Also, warum sind wir genau hier? Abgehört, Carrie hat sich hier eine Bude gekauft. Ihm geht's gut. Wo hast du denn was von Carrie gehört? Naja, hier und da. Die Screamsheets sind voll mit Zeug über ihn. Ach ja, warst ja nicht dabei. Mhm, deine wilde Nacht. Und du willst ihn besuchen, oder was? Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und sehr, sehr gerne. Also ich soll zu Carrie mich umsehen, die Gardinen schlecht reden? In den Screamsheet steht, er ist depressiv. Hätte versucht, sich umzubringen. Was, meinst du wirklich, er tut sich was an? Keine Ahnung. Könnte ihm aber den einen oder anderen Tipp geben. Soll heißen, du willst persönlich gehen. Du willst wieder die Kontrolle. Ja, ich habe mich doch letztes Mal benommen, oder nicht? Würde also nichts gegen noch eine Runde Freigang sprechen. Ja, könnten wir ihm eigentlich gewähren, ne? Bei uns spackt ja hier sowieso gerade alles ein bisschen ab von den Pillen wahrscheinlich, die wir genommen haben, damit er für den kurzen Moment die Kontrolle hat. Deswegen nehmen wir diese Pillen. Es kann, wie gesagt, übrigens auch sein, das sage ich jetzt alles nochmal für Bibimbap hauptsächlich, dass ich irgendwann auch nochmal einen zweiten Run hiervon spiele, dann aber wahrscheinlich als Konzerner, weil wir aktuell ja Nomade sind. Mal gucken. Wie war das? Er hat versucht, sich umzubringen? Ja, dieser Amateur hat nicht mal Publikum zusammengetrommelt. Wollte sich zu Hause den Schädel rauspusten. Sein Bodyguard hat ihm die Knarre weggenommen, wie einem Baby. Könnte auch nur ein Gerücht sein. Klar, könnte es. Aber ich will's wissen. Mhm. Erst Rogue, jetzt Carrie. Wer steht denn als nächstes auf meiner Besucherliste? Niemand. Die Liste meiner echten Freunde, die noch leben, ist nämlich zufälligerweise verdammt kurz. Und genau deshalb muss ich mit Carrie reden. Übrigens, falls ihr das hier, oder auch für andere Leute, die vielleicht irgendwie zufällig einschalten oder es sind ja auch auf YouTube sehen und sich fragen, was ist hier denn los? Was? Das hier fleckert eigentlich nicht so häufig so wie gerade. Also das ist gerade schon echt krass eigentlich. Und so lange vor allem nicht.
Sind die Storys grundverschieden? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Gehen wir eben ins Menü. Ist vielleicht angenehmer, wenn ich gerade laber. Also, es gibt ja drei grundsätzliche Lebenslinien, die man wählen kann. Und es gibt, glaube ich, ein paar Missionen, soweit ich das rausgehört habe und gelesen habe, die spezifisch für den einzelnen Lebensweg sind. Also es gibt zum Beispiel Missionen, die speziell nur für den Nomaden-Spielstil verfügbar sind. Gleiches gilt halt auch für die anderen beiden Lebenswege, aber es gibt halt auch viele Sachen, die sich überschneiden. Also die ganze Hauptstory ist, glaube ich, ziemlich dieselbe. Den Rest, also ich kann es leider noch nicht wirklich sagen, weil ich halt bisher, das ist mein erster Durchlauf hier. Hab am 11. Dezember angefangen, ich glaube so, also plus minus. Stream ja immer so Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, abends meistens. Das sind ja so meine festen Streamtage. Und bis auf letzte Woche zum Beispiel mit Phasmophobia, was morgen übrigens wieder gestreamt wird, kann ich schon mal ankündigen, morgen Abend. Da habe ich jetzt eigentlich, davon abgesehen, halt immer jede Woche schön gestreamt. Deswegen sind wir jetzt auch schon bei Folge 180, bald Folge 190 sogar. In den 190er Folgen. Ja. Okay, aber ich will wissen, was du vorhast. Nichts Dummes, versprochen. Will nur sehen, wie es ihm geht. Wie willst du ihm sagen, dass du es bist? Vielleicht macht er gerade irgendeine Scheiße durch. Keine gute Idee, da noch seinen Kopf zu fegen. Carrie hat immer irgendeine Scheiße durchgemacht. Trotz allem oder genau deshalb sind wir dennoch klargekommen. Keine Angst. Ich taste mich sachte ran und improvisiere. Aber erst müssen wir ins Haus kommen. Okay. Sag einfach Bescheid, wenn du übernehmen willst. Übrigens, der Carrie, den wir hier gerade besuchen oder zu dem wir jetzt gleich wahrscheinlich irgendwann kommen werden, kann ich auch schon mal sagen, ist auch eine sehr bekannte und eine sehr coole deutsche Synchronstimme. Der Sprecher heißt Charles Rettinghaus. Der ist seines Zeichens unter anderem bekannt als Sprecher für Robert Downey Jr. zum Beispiel und viele, viele andere. Super sympathischer Typ auch von Interviews, die ich gesehen habe. Also auch da... Das finde ich halt sehr, sehr cool. Hier wurde halt nicht gespart am falschen Ende. Und es ist einfach eine richtig gute deutsche Synchro generell in diesem ganzen Spiel. Auch die ganzen NPCs, mit denen man vielleicht nur am Rande zu tun hat, auch die haben alle sehr, sehr geile Synchronstimmen. Also da hat man sich wirklich ins Zeug gelegt, hat was investiert. Finde ich sehr gut. Boah, so langsam könnte es aber mal ein bisschen weniger werden hier mit dem Umgefluppel. Ich mach mal eben was, kleinen Moment. Und zwar speichere ich mal eben hier und lade mal. Ich hoffe, dass es dann vielleicht ein bisschen weniger ist oder so, weil das ist gerade sehr unüblich. Also ab und zu hatten wir das schon mal kurz, ne, wenn irgendwie was war oder wenn wir irgendwie hingefallen sind von großer Höhe, dass wir dann schon mal so Aussetzer hatten und es ist rumgefluppel. Ach Leute, ich glaube, das hatte sich verbuggt. So, jetzt ist doch wieder viel angenehmer. Hätte ich eigentlich viel früher mal machen sollen, sorry. Moment. Komme ich hier drauf? Nein, komme ich nicht. Ach, ich war im Felsen drin. Irgendwie hing ich gerade fest. Da müssen wir uns doch, glaube ich, auf den herkömmlichen Weg irgendwie hier anschleichen. Ich weiß nicht, wie man hier hochkommen soll sonst. Geh mal auf die Straße runter erstmal. Oh, hier ist gerade Stress. Dann machen wir das doch mal. Räumen wir mal ein bisschen auf. Sind wir wieder der Hobby-Polizist. Ja, scheiße, ich habe keinen BD direkt. Ah, reicht trotzdem. So.